Hallöchen und willkommen zurück hier bei Islands. Ja, Scheißwetter. Ihr seht's, ich bin aus der Höhle rausgewatschelt. Erstens, weil ich ein bisschen volles, gerümpeltes, komisches Inventar hatte. Und zum anderen, weil ich auch unbedingt mal herausfinden wollte, was es jetzt eigentlich auf sich hat mit den komischen Fackeln, die ich ja nicht aufbauen konnte, weil ich zu blöd war. Oder weil das Spiel vielleicht auch ein bisschen kompliziert ist. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Man kann die Fackeln tatsächlich aufbauen, indem man in diesen Freibaumodus geht. Dann kann man sowohl die stinknormalen Fackeln, die man hier in der Wand halten kann, hinstellen, als eben auch die Fackeln hier für die Wand, also die Wall Torches. So frei platzierbar ist es sonst nicht. So, was ich mich frage ist, ob ich dann auch die Bilder, das werden wir dann später mal ausprobieren, ob ich auch die Bilder dann so frei platzieren könnte. Das wäre natürlich vielleicht ganz cool, aber mal gucken. So, jetzt geht es erstmal wieder in die Höhle rein. Wir wollen da ja definitiv noch weiter durch die Gegend schauen und naja, ein bisschen was erkunden. Ich hoffe, da gibt es auch was zu finden. Ganz ehrlich, so bisher war die Höhle so, boah, ein Loch. Ne? Ein Loch, ein langes Loch, komisches Tier drin, ja. Komischer Wolf. Wie hieß der doch gleich? Ich weiß es schon gerade gar nicht mehr. Aber jetzt fliehen wir erstmal vor diesem wunderhübschen Wetter und ich finde auch den Eingang nicht mehr. Ich habe jetzt zu lange nicht gespielt. Wo war denn der Eingang? Moment, warte mal. Das war mein altes Loch hier, ne? Oder ist das das Höhlenloch? Nein. Doch, das ist das Höhlenloch. Ah, okay. Ich dachte, das wäre mein Buddelloch gewesen. So, jetzt können wir also hergehen und sagen, hey, komm, wir hocken die Fackeln hier so auf dem Boden. Ich habe ein bisschen Zeug mitgenommen. Ein bisschen Zeug mitgenommen. Pass mal auf, wir machen das mal so. Wenn wir schon die Baumstämme haben, die bleiben jetzt hier. Ja, dann kann man das. Sieht doch ganz cool aus, oder? Kann man das so machen? Ein paar Fackeln habe ich vorbereitet und ein paar werden wir uns dann noch bauen müssen. So, darunter sind wir bereits und da kamen wir ja dann an eine Sackgasse. Das heißt, ich würde jetzt vorschlagen, wir laufen jetzt mal hier kurz lang. Kurz. Und schauen mal, was da so kommt. Also bisher. Ah ja. Also bisher, ich könnte vermutlich, wenn ich jetzt hier abbaue, warte mal, lass uns mal schauen, dass wir hier ein Licht haben in eine gewisse Zeit. Moment. Den Tropfstein hier. So. Ja, fast. So, und dann, ja. Keine Ahnung, was ist das? Harzkristall. Oh. Krieg ich? Muss ich mich da hochbauen? Will mehr davon. Moment, da, an die komme ich vielleicht dran. Genau, an die komme ich dran. Was steht da irgendwas? Blue Quartz Kristall? Wahrscheinlich kann ich. Da kann ich Blue Quartz das machen. Wahrscheinlich kann ich daraus dann irgendwann. Wenn die dann auch. Kann man die frei platzieren? Ah, schön. Kann man dann auch so Leuchtekristalle vielleicht machen, dann im Haus oder ums Haus rum? Das sind alles diese Leuchtepilze. Ich sammle davon jetzt auch einfach mal einen Schwung ein. In der Hoffnung, dass ich die auch ums Haus herum ausbringen kann. Dann ist das bestimmt dunkel. Dann ist das bestimmt eine ganz schöne Sache. Oh Mann, und mit denen in der Hand brauche ich auch quasi keine Fackel. Das ist ja auch ganz schön. Habe ich so eine Leuchtquelle quasi immer in der Hand. Praktisch. So, wir craften kurz eine brennende Any Lighter. Ist meine Boat. Hab noch eine Boat Drill. Oh, die ist broken. Okay, Moment. Repair. So. Damit geht das dann wieder. Crafting. Zack. Und eine weitere brennende Torch haben wir dann. Machen wir da unten hin. So, und jetzt würde ich doch ganz gerne mal gucken, wenn ich jetzt hier anfangen würde. Nur mal so theoretisch. Will mich ja ein bisschen hochbauen. Vielleicht kriege ich dann noch die anderen Kristalle. Okay, also hier kriege ich jetzt auf jeden Fall Stein raus. Das ist sehr beruhigend. Da draußen habe ich ja irgendwie nur Dreck rausgekriegt. Das heißt, hier drinnen können wir jetzt hergehen und sagen, wir farmen Stein wie bekloppt. Und das war, glaube ich, Marmor, was da zuletzt rauskam, oder? Was ist das hier? Genau, das ist Marmor. Hier haben wir Stein. Das ist gut. Das ist gut. Also da kämen wir jetzt ein bisschen voran.
Mal schauen, ob ich da hochkomme und diese Kristalle von der Decke holen kann. Zumindest teilweise. Da würde ich auch fast hängen lassen wollen. Sieht schön aus. Jetzt den da unten, den kriegen wir vielleicht noch. Moment. Ja. Ne, der hängt noch. Ich wollte mal gucken, wenn ich den jetzt quasi abbaue, also wenn ich jetzt hier das, wo es dran hängt, abbaue, ob der dann runterfällt oder ob der dann zerstört ist. Das würde mich mal interessieren. Ah ja, oder ob er einfach schwebt. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. So. Zack, 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 zack. So, alles her damit. Was bauen wir hier raus? Da ist nur so ein Steinklötzchen drin. Okay. Huch. Spitzhacke kaputt. Schon? Welche ist das? Hier, broken. Einmal, zweimal, dreimal reparieren. Haben wir sie wieder wunderbar in bester Verfassung. Okay. Das sind nur normale Steine. Die brauche ich wahrlich nicht. Warte mal, was ist das? Ist auch ein normaler Stein. Okay. Weil sie nicht aufeinander gesteckt sind, hat es mich gerade gewundert. Das ist eigenartig, ne? Manchmal kommen Stone Chunks, manchmal die kleinen Steine. Ich glaube, das ist reiner Zufall. Nichts Genaues weiß ich nicht. Wir nehmen auf jeden Fall reichlich von den Steinen Chunks mit, von diesen Blöcken. Die können wir gebrauchen. Deshalb sind wir ja ganz ursprünglich losgezogen. Erinnert ihr euch noch damals? Den Scheiß schmeißen wir weg, da habe ich so viele von. Deshalb sind wir losgezogen und dann haben wir irgendwann, dann dabei sind wir gestorben und dann haben wir die Höhle entdeckt und ach, so kommt eins zum anderen. So, Fackel raus. Also hier können wir getrost sagen, komm hier, dich nehmen wir mit, wenn du schon so schön da unten im Boden liegst. Hier können wir getrost sagen, ist tatsächlich eher nix. Was sind denn diese Ranken hier? Kann man da irgendwas mitmachen? Okay. Ja, das ist der Glowing Mushroom, da ist nichts zu machen. So, das sind oben auch alles die blauen Kristalle. Hier, da, hier, den einen oder anderen, den nehmen wir einfach mal mit, der so auf dem Weg liegt. Aber ansonsten will ich die Höhle auch nicht komplett räumen, die sieht so schön aus, so. So, vor allen Dingen, es wird echt dunkel, wenn man die aufsammelt. So, hier haben wir wieder unseren nächsten Baumstamm, das heißt, hier machen wir dann wieder eine Fackel drauf. Moment. Wupp. Und die nächste angezündete stellen wir mal her. Und dann muss ich jetzt schon hier die herstellen wieder. So. Wir müllen uns das Inventar aber jetzt nicht zu sehr zu. Hier haben wir die nächste angezündete. Wunderbar. So, das heißt also, hier ist immer unser Weg markiert. Hat es mal eigentlich so ursprünglich gehalten, dass auf der rechten Seite immer dieser, das heißt, solange wir immer auf der rechten Seite den Baumstamm haben, finden wir auch raus. Und ich denke, so werde ich es auch versuchen zu halten. So. Das heißt, wir biegen jetzt an dieser Stelle mal ab. Ich glaube, hier waren wir nämlich auch noch nicht. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Abgesehen von irgendwelchen Wölfen. Wird's enger. Mal aufpassen. Okay. Geht's auch tiefer? Okay, hier wird dann... Hier wird es dann Zeit für... Baumstamm habe ich jetzt nicht mehr dabei. Das heißt, hier platzieren wir dann die Kerze. Die Kerze, ja, die, ihr wisst schon. Die Fackel dann halt so, ebenfalls auf der rechten Seite. Sieht ja fast aus, als kämen wir da oben dann auch nochmal irgendwann raus, ne? Burning Torch, Any Light. Ist das schon wieder kaputt? Mach mich... Hä? Mich. Müssen mich auf den Arm nehmen? Jetzt gehen ja meine Repair-Kits hier alle für das ganze... Das anzünden die ganze Zeit drauf. Das ist ja hart. Das ist echt hart. Gut, gehen wir jetzt erstmal hoch. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hoch. Wir gucken, ob es da einen weiteren Ausgang gibt oder irgendwas anderes Interessantes natürlich. Einholen können wir immer noch in Massen. Hier ist Eisen. Nee, das ist Flint.
Das ist sogar noch besser gerade. Da könnten wir uns, glaube ich, ein Flintfeuerzeug zur Not draus machen. Das nehmen wir mal mit, weil ich habe echt Angst, dass mir das Feuerzeug langsam ausgeht quasi. So, her damit. Das ist wirklich Flint? Salpeter. Das ist Salpeter. Ah. Ich wollte gerade sagen, das klingt nämlich überhaupt nicht so wie Flint. Flint war sonst viel steiniger so im Abbau. Das ist Salpeter. Na, das ist ja geil. Das heißt, wir können dann so langsam wahrscheinlich in Richtung Schießpulver wandern. Ach, wie cool. Ihr erinnert euch, wir hatten ja eine Schrotflinte mal gelootet. Oh, das geht aber. Na egal, mal gucken. Geht gut runter hier. Wir kommen schon wieder irgendwie raus und hoch und weiter. Das ist Stein, das sah gerade so dunkel aus. Ich dachte eventuell, es wäre Kohle. Sehr geil. Also eine neue Ressource haben wir entdeckt. Gerade habe ich noch gesagt, bisher ist so in der Höhle eher nichts, aber es gibt scheinbar hier doch Ressourcen, die ich zumindest an der Oberfläche bisher noch nicht entdeckt habe. Ich war da auch schon irgendwo Salpeter und ich habe es auch an der Oberfläche für Flint gehalten, weil es ja auch so weiß ist. Immer schön alles brav mit. Da bleibt nichts übrig. Ich weiß, wenn wir das nächste Mal da eine Salpeterquelle finden. Aber ich muss die weißen Flächen an der Oberfläche vielleicht wirklich tatsächlich noch mal ein bisschen genauer. Wir nehmen jetzt erstmal mit, damit hier nichts irgendwie verschütt geht. Hier. Ich kann sagen 43, okay, hallo, 4. Wie haben wir jetzt insgesamt? Salpeter über 140. Geil, schön. Moment. Das kann man wegschmeißen, das schmeißen wir weg. Ich dachte gerade immer, ich schmeiß Fackeln weg, weil da die brennende Fackel da durchgeleuchtet hat. Stone Chunks haben wir aber auch einige. Oh, die stecken nur auf 50. Hier haben wir ein bisschen Marble und ein bisschen Marmor. Wir werden uns irgendwann noch so einen Marmortempel bauen, glaube ich. Und augenscheinlich gibt es hier in der Höhle eine andere Playlist sozusagen, oder? Oder? Es wurde was nachgepatcht. Das ist durchaus auch möglich. Hat das jetzt gerade nicht beobachtet, was die Patch-News zu Islands betrifft. Bin ich gerade nicht unbedingt up to date. Aber es ist natürlich möglich, dass es da auch was gab. Auf jeden Fall haben wir mal andere Musik. Stone Chunks nehmen wir mit. Salpeter nehmen wir mit. Dörte können wir hier lassen. Und da oben war noch ein bisschen Salpeter. Und dann sind wir quasi fertig. Sekunde. Versuchen wir. So. Da kam nichts mehr raus. Okay. Gut, das heißt, hier können wir dann weit. So, und ach Gott. So. Moment, das machen wir wieder weg. Fantastisch. Fantastisch. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Fand ich gut. Fand ich gut. Mal schauen, was wir noch an Ressourcen finden. Tum-titum-titum. Schön. Kacke. Eines fernen Tages werde ich mich hier verlaufen. Okay, ich baue jetzt hier wieder die Fackel auf. Ihr kennt das, auf die rechte Seite. Wir wissen also Bescheid. Fackel rechts heißt, da geht's lang. Wenn ich wieder zum ursprünglichen Ausgang möchte, es kann natürlich sein, dass wir uns hier oben auch irgendwo rausbuddeln können. So.
Inventory. Zack, eine neue Fackel. Ihr kennt es. Crafting Tool ist schon wieder kaputt. Da haben die bestimmt was gepatcht. Vorher konnte man quasi unendlich, nicht Crafting Tool, Entzündelding da, ne? Leiter halt. Vorher konnte man quasi unendlich irgendwas anzünden. Ja, hier ist nix. Also am Anfang habe ich mich selbst noch belächelt. Warte mal, wenn wir jetzt... Ach, lieber eine Fackel zu viel als zu wenig. Am Anfang habe ich mir selbst noch belächelt, dass ich mir gedacht habe, ach komm, so umfangreich ist die Höhle jetzt ja auch nicht. Habe ich noch gedacht, Mensch, komm. Ja, machst du den Aufwand mit den Fackeln wirklich? Aber ich glaube, das ist okay. So, ich mache mir jetzt einen Bogen. Und dann schauen wir mal ganz kurz, was brauchen wir denn hier für eine Bow Trill? Stein und Any Bark. Ach, verdammte Kacke. Bark habe ich nicht dabei. Okay, wir können... Okay. Wir können also nur noch... Wir können also nur noch so lange hier Fackeln machen, wie wir Reparaturwerkzeuge haben. Das ist ja krasser Scheiß. Okay. Ja. Crafting, nächste. So. Nächste Fackel. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wo wir hinkommen. Ich laufe jetzt erstmal geradeaus weiter, bevor wir bergab gehen. Also diese Höhle ist schon mal... Die ist schon mal viel, viel größer und umfangreicher, als ich das überhaupt erwartet hätte bisher. Ist doch irgendwas, was leuchtet, oder? Das ist... ich bin jetzt echt froh über die Fackelstrategie. Ich bin wirklich, wirklich froh. Ich bin richtig froh. Wir laufen wieder geradeaus bei. Wow. Gibt's 2 geradeaus weiter. Ich laufe jetzt mal zu den Pilzen weiter. Alter! Das wäre beinahe schief gegangen. Ich habe das echt viel zu spät. Ich dachte irgendwie, da geht's weiter. Ich habe das viel zu spät erkannt, dass es hier runter geht. Wie Sau. Alter, wie groß ist das denn? Wie groß ist das denn bitte? Werden wir hier mal ganz vorsichtig, weil hier ist wesentlich dunkler und hier scheint aber... Oh, eine Sackgasse. Juhu, eine Sackgasse. Oh, was freue ich mich über eine Sackgasse. Ich habe mich selten so über eine Sackgasse gefreut. Gehen wir hier mal kurz hoch. Mal kurz. Mit. Trotzdem, ich bleibe dabei. Recht wenig Ressourcen. Vielleicht habe ich aber auch schon irgendwie 3/4 der Ressourcen übersehen. Ich möchte das gar nicht ausschließen. Ich bin so sehr auch darauf fixiert, jetzt hier die Gegend zu erkunden, also die Höhle überhaupt erstmal zu überblicken, aber das werde ich nie können, wenn ich das so sehe. Also, ich hoffe, das funktioniert, die Vorhabe. Ich bin gespannt. Nächstes Mal nehme ich mehr von diesen Leitern mit. Das ist ja... Das ist ja zum Schreien. So, nächste. Ansonsten, ich glaube, wenn wir uns wirklich immer mit der Fackel rechts halten, sollten wir eigentlich wirklich am Ziel ankommen. Ich hoffe es. Ich hoffe, meine
Muss ich mich irgendwann nach oben rausbuddeln. Ich meine, dauert zwar 3 Jahre, aber führt dann auch zum Ziel. Alles klar, okay. Hier ist jetzt nichts. Auch nichts Ressourciges. Das heißt, wir könnten dort jetzt den nächsten Weg, das ist der hier runter. Titum. Ah! Oh! Alter, Mann, Spiel! Ach, das gibt's doch gar nicht. Nein, 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 ganz und gar nicht. Das war ganz und gar nicht geplant. Mein Säbel möchte ich bitte, das ist meine Lebensversicherung. Okay, wir gehen erstmal weiter, bevor wir jetzt... Ich möchte mehr Ressourcen. Okay, Wetten werden noch angenommen. Oh, Fackel. Das wird aber blöd, weil die zeigt nach rechts. Hä? Fackel zeigt nach rechts und die hier ja auch. Ob ich die... Ich glaube, ich kam von hier und habe gar nicht gemerkt, dass da oben ein Gang war. Kann das sein? Und hier geht's dann hoch, genau. Ja. Okay, ja, ich kam von hier und habe gar nicht gemerkt, dass oben auch ein Gang ist. Das heißt, im Endeffekt führt's im Kreis. Okay. Anders ausgedrückt heißt das aber. Wird eigentlich die eine Fackel abrupfen können, oder? Wie war das mit Wetten? Werden noch angenommen, ob ich wieder rausfinde? Moment. Muss jetzt gerade nochmal gucken. Das ist eigentlich die Fackel da oben, die ist mehr oder weniger irritierend. Die nehmen wir jetzt mal. Die nehmen wir jetzt mal weg. So. Es geht ja dann eigentlich hier unten lang und dann bis zur nächsten Kreuzung. Genau. Und hier sollte dann der Weg nach oben kommen, den ich mir irgendwie abgesteckt habe. Alles klar. Ja, das heißt, so, dann gibt es noch 2 Wege. Im Endeffekt einmal runter. Ich laufe jetzt trotzdem erstmal hier weiter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich hier eigentlich mache. Und warum ich das hier tue. Hier war ich doch auch schon mal. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind im Kreis gelaufen. Moment. Das heißt, warte mal, hier war doch dieser Abgrund dann, ne? Ja, hier ist der Abgrund. Da ist die Sackgasse. Und dann bin ich logischerweise da rechts. Das heißt, das... Moment mal. Dann ist aber... Sekunde. Das dann führt da oben so ein Gang einmal quer drüber. Dann müssten wir jetzt eigentlich hier lang. Bis zu dieser Fackel und dann hier runter. Da waren wir dann wohl noch nicht. Toi, toi, bisher keine Gegner, aber ich fürchte, wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer gehe. Da unten ist einer. Siehst du, gerade noch von gesprochen. Ich muss noch mal eins ausprobieren. Hier ist zwar irgendwie was gelb, aber ich glaube, das ist Dörte, ne? Ja, das ist nach wie vor nur Dörte. So, da unten den Wolfi, den werden wir jetzt mal wegknuspern.
Hoffe ich. Und. Und was futtern. Du musst gut gestärkt in einen Kampf reingehen. Wo ist er denn hin? Ist er das da vorne? Hey du. So. Und ich weiß bis jetzt noch nicht genau. Oh, was habe ich? Was ist das da unten? Guck mal, eine Laterne hier. Wie cool. Haben wir da noch? Eine Dings. Und ein Gate. Ah. Ich kann es auf und zu machen. Ist das ein... Warte mal. Ist das hier am Ende? Aus, als wäre hier was verschüttet. Als könnten wir hier noch was graben, ne? Sticks. Sticks. Was haben wir hier? Noch mehr Sticks. Growing Mushrooms. Sieht irgendwie aus, als könnten wir hier noch was graben. Und wir machen hier mal halt Sekunde. Wir bleiben unserer... Sonst wird das irgendwann irritierend, wenn ich so ein Beleuchtungslicht nicht rechts mache. Also das ist der Weg nach oben. Hier müssen wir mal graben, aber das machen wir in der nächsten Folge. Mal gucken, ob hier irgendwas... Weil so ein Gate im Boden... Ganz ehrlich, da ist irgendwas. Da müssen wir mal buddeln. Da müssen wir mal buddeln, da könnte noch was rauskommen. Und immerhin, wir haben schon mal eine Laterne gefunden. Frage ist, kann ich die... Ja, die kann ich... Boah, die macht richtig schön hell. Ja, das ist super. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine Laterne und können die Fackeln zukünftig zum hier hinsetzen eben verwenden. Das ist schön. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht die Höhlenerkundung weiter. Mal schauen, ob wir hier jemals wieder rausfinden. Das ist, ne, ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da drauf wettet, ja, oder nicht. Ich glaube, ich schaff's. Bin da noch optimistisch. Noch bin ich optimistisch, aber es wird nicht ganz einfach. Bis dann, macht's gut und tschö.